Elite Action Design Studios. Das ist aber unsere Geschichte. Jetzt heißen wir eigentlich nur noch IXDS. Wir haben einen Standort hier in Berlin und einen in München. Wir sind eine strategische Service Design Agentur. Und ich glaube, der Begriff Service Design braucht ein bisschen Erklärung. Das heißt, wenn wir sagen, wir helfen Firmen oder Unternehmen, ihre zukünftigen Produkte oder Service zu entwickeln, dann heißt das, dass wir erstmal ganz losgelöst von Produkten oder von dem, was sie jetzt schon haben, schauen, was sind denn die Bedürfnisse bei den Menschen. Also wir fragen uns, was brauchen die Menschen in einer bestimmten Situation? Und von da ausgehend überlegen wir, wie können wir das adressieren und wie können wir das lösen. Dann zum Beispiel mit den Produkten, die der Kunde schon hat, mit einer nächsten Generation, aber auch vielleicht mit einem ganz anderen Serviceangebot. Und von da ausgehend fangen wir dann an, schrittweise, also zum Beispiel in Form von Prototyping, iterativ der Lösung näher zu kommen. Aber wir haben immer im Blick eben, was ist denn dieses Service-System oder Service-Ecosystem, in dem wir jetzt eine neue Lösung platzieren wollen. Und das kann dann als Resultat ein Produkt haben. Und das Produkt kann natürlich dann auch eine technische Komponente haben oder eine gestalterische oder eine Formkomponente. Das sind auch die drei Bereiche, die wir hier von den Skills her abdecken. Also wir haben ein Engineering Department, wir haben ein Industrial Design Department und wir haben auch noch ein großes Design Department. Aber wir denken das Produkt immer eingebettet. Also das ist nie losgelöst, sondern wenn man mal guckt, wie man denn mit so zum Beispiel einer Waschmaschine oder einem Auto interagiert, man hat ja nicht nur diesen einen einzigen Punkt, wo man ihn nämlich kauft oder die Maschine kauft oder das Auto kauft, sondern man hat davor eine Phase, in der man sich informiert, dann kauft man das, dann nutzt man das, dann geht es vielleicht auch mal kaputt. Und all das sind die verschiedenen Schritte, die wir uns angucken und für die wir auch Lösungen suchen. Oh, das kommt drauf an. Also wir haben Projekte, die sind fast ausschließlich hardware-orientiert. Also da bauen wir wirklich, da sind 90% der Zeit in der Werkstatt. Was natürlich immer auch heißt, man macht eine Recherche am Computer, man macht ein 3D-Modell am Computer, also das ist da schon auch mit drin. Dann haben wir Projekte, die sind ganz stark fokussiert auf Gespräche mit Benutzern. Da gehen wir dann zu den Leuten nach Hause zum Beispiel, sprechen mit denen für Interviews, gucken uns an, wie benutzen die zum Beispiel bestimmte Dinge. Oder wir gehen raus und gucken, was ist denn so ein Bahnhof, wie funktioniert der und wie kann man den besser machen. Dann haben wir aber auch Phasen, da wird gestaltet. Und das passiert dann normalerweise am Computer oder da wird ein Bericht geschrieben, eine Analyse geschrieben, eine Präsentation gemacht, recherchiert. Also es kommt tatsächlich auf das Projekt an und auf die Arbeitsphase, in der man gerade ist. Also unser Team besteht im Groben aus ein Drittel Engineers und zwei Drittel Produktgestaltern und aber auch normalen Interaction Design, Visual Design und Service Design Menschen. Und wir haben sogenannte Projekt Leads. Das sind aber Experten aus den jeweiligen Bereichen. Also wir haben bestimmte Arbeitsschwerpunkte, die wir machen. Zum Beispiel im Bereich Healthcare sind wir ganz aktiv. Dann haben wir im Bereich Mobility Themen, Industrie 4.0 natürlich ganz stark. Und die Leads, also Projektleiter, haben sozusagen dann zum Beispiel einen technischen Hintergrund, arbeiten aber in einer von diesen Units. Also das ist dann ein technischer Projektleiter mit einem Schwerpunkt im Bereich Mobility zum Beispiel. Und ein Team kann bei uns je nachdem nach Anforderungen skalieren in der Größe von, das sind 2 Leute bis zu, das sind 8 Leute. Das ist so, glaube ich, in etwa das größte Team, was wir gerade haben. Und je nachdem, wie viel Aufwand das in der Koordination braucht, haben wir dann 1 oder 2 Projektleiter, die gucken, dass es fachlich betreut ist. Die aber auch gucken, Budgetierung, Staffing, also Personalplanung machen. Die gucken, was braucht der Kunde, Kundenkommunikation zum Teil machen, nicht ausschließlich, aber zum übergeordnet. Und all diese Dinge dann betreuen. Wir haben aber auch noch Direktoren für die einzelnen Bereiche. Also wir haben dann einen Direktor zum Beispiel im Bereich Mobility oder im Bereich Participatory Health heißen die bei uns. Oder auch im Bereich Engineering, das ist dann meine Rolle. Und wir gucken nochmal auf einer übergeordneten Ebene dann auf die Projekte.
Also wir sehen zu, dass die Qualitätssicherung da ist, dass die Themen aber auch übergeordnet betreut werden. Wir haben uns eigentlich von einem ganz klassischen Recruiting-Prozess verabschiedet. Das funktioniert nicht für uns. Wir haben viele Veranstaltungen hier zum Beispiel. Also wir haben, glaube ich, allein in Berlin 4 verschiedene Meetups, die wir hier hosten, zu verschiedenen Themen. Wir haben einmal im Monat an beiden Standorten einen sogenannten Pre-Work-Talk, wo wir uns mit einem Thema beschäftigen. Wir laden dann Speaker ein oder jemand von uns spricht. Und das sind Themen, wir hatten, glaube ich, letztes Mal Fashion-Tech, also eher ein technisches Thema. Davor hatten wir schon das Thema Publishing, dann hatten wir, ich glaube, Liebe kommt als nächstes als Thema. Also sind ziemlich offen dafür. Und es ist natürlich ein Begegnungsort, wo Leute, die Interesse an uns haben, zu uns kommen können und danach mit uns sprechen können. Genauso diese Meetups. Wir gehen auf relativ viele Veranstaltungen und sprechen einfach mit Leuten und kommen so viel in Kontakt mit Leuten, denen wir erklären können, was wir machen und die dann sagen, oh, das finde ich aber interessant. Wir haben natürlich auch Leute, die uns ganz normal Bewerbungen schicken. Und wenn wir erstmal ein CV, egal jetzt über welchen Weg, in Händen halten, dann haben wir einen 3-stufigen Prozess. Das heißt, wir fangen erstmal an mit einem normalen Interview, das ist relativ kurz, wo wir beschreiben, worum geht es hier überhaupt, welche Stelle ist das, auf die du dich beworben hast oder was interessiert dich überhaupt. Und unsere 4-Tage-Woche erklären, das ist ja auch ein Faktor, der nicht für jeden erstmal offensichtlich ist und der auch nicht für jeden machbar ist. Und nach dem ersten Interview gibt es dann den nächsten Schritt. Und das heißt, wir gucken uns die Skills an. Also was sind die fachlichen Qualifikationen, die jemand mitbringt für diese Position? Ist das überhaupt bei uns deckungsgleich, was wir auf dieser Position erwarten? Oder ist es vielleicht auch, sehen wir da jemanden ganz anders? Oder passt dieser Mensch auf was anderes bei uns? Und nach diesem Interview gibt es ein sogenanntes Cultural Fit Interview, wo wir gucken, passt dieser Mensch zu uns? Also passt der in die Art, wie wir arbeiten, passt der in unsere Philosophie, kommt der mit einem Agenturarbeitsleben klar? Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Und wenn wir da alle glauben, dass es passt, dann kriegt jemand von uns ein Angebot. Das ist natürlich schwer zu beantworten, weil das andere gibt es ja so nicht. Unsere Arbeitskultur ist wir sind ein Dienstleister, das ist schon mal, glaube ich, anders als das, wenn man eine Inhouse-Position hat oder in einem großen Unternehmen, in einem stark hierarchisch strukturierten Unternehmen arbeitet. Das heißt, wir haben einen Kunden, für den arbeiten wir. Das ist unser Auftraggeber normalerweise. Manchmal sind wir auch selbst die Kunden, aber das ist eine Ausnahme. Und das heißt, wir müssen erstmal verstehen, was der Kunde braucht und was er will. Und dann gucken wir zum Beispiel im Angebotsprozess, was glauben wir, was ist die Antwort darauf und was ist die Lösung dafür und welchen Prozess schlagen wir vor. Und dann stellen wir anschließend, wenn das alles geklappt hat, ein Team zusammen, was dann auf diesem Projekt arbeitet. Und dieses Team arbeitet relativ autonom. Also es wird begleitet, wie gerade schon mal angedeutet, von einem Director, der fachlich tief drin ist und der sozusagen auf einer sehr hohen Ebene die Qualität garantiert. Aber das Team, zum Beispiel in vielen von unseren technischen Projekten, arbeitet dann mit Scrum und eben auch dann in diesen Scrum-Prozessen relativ autonom. Das heißt, es ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter ganz offen an so Projekte herangehen, neugierig sind, aber auch Verantwortung übernehmen. Also das ist, glaube ich, mit das Wichtigste bei uns, dass hier keiner auf Befehle wartet, die von oben kommen. Das passiert nämlich nicht. Es kommt von oben Unterstützung und es kommt Support. Das muss man anfragen. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder weiß, was seine Rolle ist und was das Ziel ist des Projektes und ein Gefühl dafür hat, was der Kunde braucht. Und dann arbeiten wir da gemeinsam drauf hin. Alle mit offenen Augen. Also angefangen hat es tatsächlich damit, dass wir alle an den gleichen 4 Tagen, nämlich Montag bis Donnerstag, gearbeitet haben. Dann sind wir alle älter geworden und haben Kinder bekommen und haben Leute eingestellt, die schon Kinder haben. Und dann haben wir gemerkt, für die funktioniert das nicht so gut. Das heißt, diese 32-Stunden-Woche wird dann zum Beispiel für Leute mit Kindern auf 5 Tage ausgeweitet. Die arbeiten dann aber nur 6 Stunden am Tag. Aber eigentlich ist schon die Regel, und das sieht man ja auch im Büro, Donnerstag ist Ende der Woche und am Freitag ist es hier ziemlich leer.
Homeoffice in Ausnahmen. Also man kann auch mal sagen, ich habe jetzt am Mittwochnachmittag einen Arzttermin, ich gehe früher, ich hole das nach. Und das kann man dann auch am Wochenende machen. Das ist aber von uns nicht gewollt eigentlich. Also das ist, wir wollen nicht, dass die Leute am Wochenende arbeiten. Das ist uns wichtig. Aber wenn jemand meint, er kann dann da ruhiger und besser arbeiten, dann ist es ihm oder ihr selbst überlassen. Unsere Arbeitskultur, also ich glaube, Transparenz ist ganz wichtig. Und Transparenz sieht man auf verschiedenen Ebenen. Also natürlich haben wir das hier in den Räumen. Man kann durch diese Projekträume gehen und sieht, was, woran die Teams gerade arbeiten. Seit Dennis ist jetzt wirklich ein Projekt, wo wir wissen, das, ist, das darf nicht nach außen dringen, dann würden wir einen Raum nicht schließen. Unsere Mitarbeiter können natürlich immer weiterhin rein, aber wir würden ihn von außen nicht, nicht einsehbar machen. Aber prinzipiell ist unsere Arbeit für alle Mitarbeiter transparent. Wir haben verschiedene Meetings, die sind offen für alle Mitarbeiter, auch das höchste Meeting, also das Board-Meeting, wo alle Direktoren und die Geschäftsleitung zusammensitzen. Da kann sich jeder zu reinsetzen. Und da werden auch Zahlen diskutiert, strategische Entscheidungen und so. Und dann haben wir, habe ich gerade schon erwähnt, das Team Exchange, das auch nochmal zeigt, woran arbeiten wir gerade, was sind so die, was sind nur Mitarbeiter, was können die, was bringen die mit und stellen sich kurz vor, was gibt es sonst für Themen. Das ist uns wichtig, dass wir alle einen guten Überblick darüber haben, wo wir gerade stehen. Weil wir eine Agentur sind, die im Fluss ist. Also es gibt keinen Ist-Zustand. Es gibt einen Ist-Zustand, der ist aber sehr flüchtig. Das heißt, wir gucken immer, was sind so die Treiber gerade bei uns. Und das können Schwierigkeiten sein, die wir intern in den Prozessen sehen und wo wir das Bedürfnis haben, das wollen wir verbessern. Dann suchen wir eine Lösung, eine schnelle Lösung, prototypen die für uns selbst und gucken, hilft sie oder hilft sie nicht. Und wenn sie nicht hilft, dann gehen wir weiter. Und wenn sie hilft, dann machen wir sie noch besser. Und das ist eben das, was dazu führt, dass wir eigentlich keinen Zustand haben, wo wir sagen, das können wir jetzt so in Stein meißeln. Das wollen wir aber auch. Und wir merken, dass unsere Arbeitsweise und die Anforderungen der Umwelt, also Umwelt in diesem Fall unserer Kunden, dieses Lebensraums, in dem wir uns bewegen, wir sind ja nicht losgelöst von der Welt, sondern wir sind ja eingebettet in die Welt. Und wir merken, dass da so viele Änderungen selbst passieren, dass wir darauf reagieren müssen. Und wir können nicht statisch sein, weil wir sonst uns die Möglichkeit nehmen, reagieren zu können. Und das ist uns ganz wichtig. Mhm. Wir haben tatsächlich eine Abstimmung gemacht zu dem Thema im Engineering-Team. Und wir haben gefragt, wollen wir im Team die Gehälter offenlegen? Das hätte auch meins beinhaltet. Und die Mehrheit hat sich dagegen entschieden. Das heißt, es gibt die Offenheit dafür, aber unsere Mitarbeiter haben mehrheitlich gesagt, nein, das ist mir zu persönlich und zu privat, das möchte ich gerne in einem Gespräch verhandeln. Von daher sind das ganz normale Gehaltsverhandlungen, die wir haben. Also davor, da war ich aber noch nicht bei der Firma, waren wir ja in Mitte. Das war, glaube ich, auch schön in der Brunnenstraße. Das ist natürlich eine schöne Atmosphäre hier und dieses Büro spiegelt ja auch viele unserer Werte wider. Also das hat Substanz hier, das hat eine Geschichte, das hat einen Charakter und es hat was Raues. Es war mal eine Werkstatt und es ist jetzt wieder eine Werkstatt. Etwas anders als vorher, aber trotzdem. Und das passt natürlich ins Image, hier jetzt in Kreuzberg und in diesen Höfen zu sein. Aber ich glaube tatsächlich, das ist schön so zu haben, aber es muss nicht sein. Unser Münchner Büro ist zum Beispiel nicht in einem Innenviertel, ein bisschen weiter abgelegen, trotzdem sehr schön. Also da ist es uns wichtig, dass die Räume schön sind, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie hier gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, dass man auch mal rausgehen kann und was Gutes zu essen findet. Das ist uns da, glaube ich, wichtiger.